darf Sie alle ganz herzlich begrüßen heute Nachmittag zu unserem dritten Rundentisch Zivilgesellschaft.Berlin in der Evangelischen Schule Berlin Zentrum. Und ich freue mich auch sehr, dass wir heute ein sehr, wie ich finde, ja, zeitgemäßes Thema aufrufen. Das lag uns schon ganz lange am Herzen. Wir wollen einmal die Digitalisierung mit zwei Expertinnen hier vorne auf dem Panel, aber mit Ihnen allen diskutieren. Und zwar vor dem Hintergrund nicht die Technik, nicht das, was es in der Umsetzung bedeutet. Vielleicht anteilig kommen wir dazu, aber vor allem gemäß unseres Jahresmottos die Digitalisierung demokratisch gestalten. Wie kann das eigentlich noch gehen? Und da natürlich unser Spezialgebiet das bürgerschaftliche Engagement ist, wollen wir genau in dem Zusammenhang nochmal schauen, wie lässt es sich vielleicht ermöglichen? Was sind so Rahmenbedingungen? Was sind auch Diskurse zu diesem Thema? Sie sind gleich herzlich eingeladen, hier voll mitzureden. Aber zuallererst möchte ich hier bei unserem Panel, das ist jetzt sehr gemäß des Design Think Labs, in dem wir uns befinden in der Schule. Ne? Wir haben hier die tollen modularen Möbel gleich in eine andere Funktion umgesetzt. Bevor wir beginnen, darf ich noch mal meine beiden Diskutantinnen vorstellen. Beginne mit Gül Jarus. Sie ist Beauftragte für Digitalisierung in der Freiwilligenagentur OSCAR in Lichtenberg. Herzlich willkommen, liebe Gül. Danke. Und zu meiner anderen Seite sitzt Frau Stefanie Moser von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und sie ist ihres Zeichens die, ich darf das so sagen, Mitveranstalterin, Ausrichterin eines riesigen Kongresses gewesen, wo es um Digitalisierung in ihrem kapitalistischen Zusammenhang ging. Also wo stehen wir mit einem riesigen neuen Schwung von Entwicklung und wo kann es uns hinführen? Ich darf sagen, herzlich willkommen, schön, dass Sie heute da sind, liebe Frau Moser. Ja, und damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Es gibt nichts ohne Risiken und Nebenwirkungen in diesem Zusammenhang. Und wir alle wissen, ohne Digitalisierung kommen wir heute, ob es jetzt im Business ist oder im Alltag von bürgerschaftlichem Engagement, nicht wirklich weiter. Wir hatten vor kurzem das als kleinen Einschub, den Besuch von einer Entwicklerin einer neuen App aus der Schweiz, die ist schlichterdings mal eben angereist und hat uns eine App vorgestellt. Das gehört jetzt auch schon zum Alltag einer Landesfreiwilligenagentur und wir fanden die so spannend, die App, dass wir überlegen, die eventuell auch noch mal für andere Nutzen weiter zu kommunizieren. Aber das hat mir noch mal deutlich gemacht, dass wir auch mit ganz vielen digitalen Instrumenten schon sehr selbstverständlich umgehen und auch eine Erwartungshaltung da ist, dass wir das tun. Ja, da würde ich gerne einfach noch mal gern den Ball in Ihr Feld spielen, Frau Moser. Der große Kongress, den Sie durchgeführt haben, hat eine beeindruckende Zahl von Menschen noch mal zusammengeführt, die über nichts anderes, nehme ich jetzt mal an, ich konnte leider nicht dabei sein, diskutiert haben. Wie kann man eigentlich Digitalisierung im Kapitalismus, das heißt unter marktwirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, so aufbereiten, dass dennoch am Ende des Tages auch sowas da ist wie ein Ownership, wie es so schön neudeutsch heißt, oder auch sowas, das, was wir in unserem Sektor brauchen, den Gemeinnutz. Das ist ja geradezu ein scheinbarer Widerspruch. Und da würde ich einfach mal gerne Ihnen die Gelegenheit als erstes einräumen, zu sagen, in der Revue dieses riesigen Kongresses, was waren da so wichtige Themen, was hat die Leute sehr beschäftigt und vielleicht können Sie auch schon sagen, was ist da so für Sie inhaltlich an ja, Aspekten rausgekommen, die wir weiter diskutieren müssten. Ja, herzlichen Dank. Die Risiken und Chancen der Technik sieht man schon darin, dass ich zwar einen Stick mitgebracht hatte, weil ich eine kleine Präsentation vorbereitet habe, aber meinen Ausdruck auf dem Schreibtisch habe liegen lassen, den analogen. Deswegen bin ich jetzt völlig ohne Unterlagen. Aber ich versuche es jetzt einfach aus dem Kopf auch so ein bisschen rauszukriegen. Der Kongress, den wir veranstalten, heißt Digitaler Kapitalismus. Und das war jetzt dieses Jahr das schon das dritte Mal, dass wir den machen. Seit 2017 haben wir den jetzt jedes Jahr gemacht. Ich habe auch mal ein paar Programmhefte mitgebracht, wenn das irgendwie
von Interesse ist, kann ich die gerne mal irgendwie rumgehen lassen. Würden Sie? Das machen wir gleich. Genau, warum wir den Kongress ins Leben gerufen haben als Friedrich-Ebert-Stiftung vor 3 Jahren, war so ein bisschen vor dem Hintergrund der Analyse, dass wir das Gefühl hatten, in Deutschland wird Digitalisierung eigentlich vor allem in 2 unterschiedlichen Lagern diskutiert. Und das sehr unterschiedlich. Zum einen war da so die klassische Wirtschaftsdebatte, die Wirtschaftspolitiker auch sagen, eher geführt haben, wo es meistens eher um Start-ups, um neue Geschäftsmodelle und das alles ging und also eher so eine Hype-Stimmung war. Das wird alles ganz toll und was dann so, also für mich war immer so das Bildhafte, das Bild für diesen Diskurs war immer das Wahlplakat der FDP im letzten Wahlkampf, wo man stand, Digitalisierung first, Bedenken second. Das war so die Mentalität, so ist alles super, machen wir. Und dann gab es auf der anderen Seite noch eigentlich schon älter und länger so schon einen bürgerlich-kritischen Diskurs um die Digitalisierung, der sich eher so in Veranstaltungen wie der Republika oder sowas wiedergespiegelt hat. Da ging es aber viel um Fragen von Datenschutz, von Bürgerrechten im Netz, von Medien im Netz. Die haben sich aber wiederum, dieser Diskurs hat sich eigentlich nicht mit Wirtschaftsfragen auseinandergesetzt. Und wir hatten so das Gefühl, also das muss man irgendwie zusammenbringen und man muss wirklich mal Wirtschaftsfragen kritisch diskutieren in dem Kontext, weil wir eben gesagt haben, okay, die Digitalisierung, das geht so tiefgreifend in Wirtschaft und Gesellschaft ein, das verändert wirklich grundlegende Strukturen und Prozesse unserer Wirtschaftsordnung und das, die Aus, sagen die, was das bedeutet, muss man eigentlich mal kritisch hinterfragen. Ich hatte mir jetzt eben auch gedacht, so als Input eher so ein bisschen auch die Felder zu skizzieren, wo ich finde, dass es eben eine kritische Begleitung durch die Zivilgesellschaft, Bürgerschaft bedarf in dem Kontext. Wollte aber noch mal kurz zu Anfang auch kurz erläutern, was ich glaube, so das zentrale Moment ist, was sich gerade in unserer Wirtschaft verändert und was das für Auswirkungen hat. Ich glaube, ein ganz zentrales Element der neuen Wirtschaftsordnung, die wir da so, die sich da eben so langsam abzeichnet, sind kommerzielle Plattformen. Also das ganze digitale Internet, die ganze Digitalwirtschaft dreht sich eigentlich um Plattformen. Die großen sind bekannt, Facebook, Google, Amazon, Uber, Airbnb. Die Idee ist eigentlich immer die gleiche, dass das Unternehmen eben die Plattform stellt, auf der sie unterschiedliche Nutzergruppen zusammenbringt und quasi vermittelt. Also es ist eine ganz neue, in dem Sinne ganz andere Art von Geschäftsmodell, weil es wird nichts produziert, es werden keine Güter hergestellt, es werden auch keine Dienstleistungen in dem Sinne verkauft, sondern es wird vermittelt. Und man macht seinen Profit dadurch, dass man entweder diese Vermittlungsleistung in Rechnung stellt, wenn man Prozente nimmt vom Verkaufspreis wie bei Airbnb oder anderen, oder indem man, und das ist eigentlich noch das interessantere Geschäftsmodell, indem man die Daten der Nutzer sammelt, die sich auf diesen Plattformen bewegen und die ganze Zeit Informationen über ihr Kaufverhalten und Nutzungsverhalten hinterlassen und diese Daten wieder rum zu Geld macht, vor allem in Form von personalisierter Werbung. Das ist natürlich das Geschäftsmodell vor allem von Google und Facebook. Plattformen haben in dem Sinne, deswegen so wichtig, glaube ich, für diese Wirtschaftsordnung, weil sie haben, sagen, einfach von als Strukturmerkmal eine Eigenschaft, die unter Ökonomen als Netzwerkeffekt gehandelt wird, dass nämlich eine Plattform immer dann umso nützlicher und attraktiver für Nutzer wird, je mehr andere Nutzer sich auf dieser Plattform bewegen. Das gilt sowohl für bei Facebook, wenn deine Freunde alle dort sind, musst du natürlich auch dort sein, kannst nicht woanders sein. Und das gilt aber auch bei Amazon, für die ihre Waren verkaufen wollen. Je mehr Kunden dort sind, umso attraktiver ist es auch für die Anbieter von Waren, da drauf zu gehen und umgekehrt. Also es gibt immer diesen Netzwerkeffekt und der Netzwerkeffekt hat einfach per se die Logik, dass es eigentlich immer nur, sagen, alle sich auf einer Plattform sammeln, dass es nicht viele kleine geben kann, sondern dass alle sich letztlich zur größten hin orientieren werden. Also einen ganz starken Tendenz hin zur Monopolisierung von Märkten. Und das ist ja genau das, was wir auch beobachten jetzt. Ich meine, Google, wenn man so will, dominiert den ganzen Markt, was um Suche geht, sei das jetzt geografische Suche, sei das Internetsuche, Facebook alles, was soziale Netzwerke angeht, Amazon alles, was Verkauf von Waren angeht. So haben die sich sozusagen die Märkte ein wenig aufgeteilt und die dominieren sie jetzt und sie haben einfach durch diese Monopolisierungstendenzen eine unglaubliche Marktmacht errungen mittlerweile. Ich meine, die 4 größten
Plattformen, die es im Moment gibt, das sind Google, Facebook, Alibaba und Amazon, sind zusammen deutlich mehr wert als die größten 30 DAX-Unternehmen. Das sind einfach wirkliche Riesen auf dem Markt. Und dieser Trend zur Monopolisierung, das ist natürlich für eine Marktwirtschaft, die ja eigentlich von der Idee des Wettbewerbs und eher gleichen Größen sind, an sich schon mal ein Problem. Ich glaube aber, dass es darüber hinaus eine ganze Menge andere Herausforderungen eben auch noch gerade auch an also demokratische Fragen stellt. Direkt damit zusammen hängt natürlich eine sehr große Konzentration von Macht. Also diese Unternehmen sind einfach mittlerweile sehr, sehr mächtig, sind auch wahnsinnig finanzmächtig. Wir haben dort mehrere Untersuchungen dazu gemacht, kann man auch mal auf unserer Webseite dazu gucken oder Papiere dazu veröffentlicht, auch über die Schnittmenge zwischen Digitalwirtschaft und Finanzwirtschaft. Also die größten Digitalunternehmen sind eben mittlerweile auch an den Finanzmärkten ganz große Akteure selbst, weil sie selber unglaublich investieren und aufkaufen, aber haben umgekehrt auch wahnsinnig viel Kapital aus den ganz, ganz großen Anlegern, also konzentrieren das auf sich. Dadurch haben sie unglaublich viel Macht an den Finanzmärkten. Sie haben aber auch sehr, sehr viel Macht, weil sie eben so gut sind im Datensammeln. Daten, das ist so der nächste, ein ganz großes Feld, wo wir auch diskutiert haben, aber wo ich eben auch wirklich glaube, dass es ein Feld ist für eine zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung, auch jenseits des Datenschutz eng gedacht. Mhm. Eben die Frage, wem gehören eigentlich die Daten? Ich meine, der Witz an diesem Geschäftsmodell ist ja, dass die Konzerne nicht die Daten selber herstellen, sondern die Nutzer in dem Moment, wo sie sich eben auf den Plattformen bewegen oder wenn ich mich durch die Stadt bewege mit meinem Smartphone für Google Maps, dann auch schon immer jeweils die Daten hinterlasse und die aber dann quasi eben von Unternehmen für sich als Rohstoff verarbeitet werden, ausgewertet werden und in Geld umgesetzt werden, womit natürlich eben schon sehr stark die Frage ist, wie weit darf man so eine Ökonomisierung von Daten eigentlich gehen lassen? Die Frage, sollte es Eigentumsrechte an Daten geben? Da gibt es eine langsam anfangende, aber doch ganz spannende Debatte darum, ob das funktionieren würde, so eine Art Privatrecht an Daten zu geben. Im Moment gibt es das nicht. Meine Daten sind ja auch ein faszinierendes Gut, weil man kann die kopieren, so oft man will, ohne dass sie irgendwie an Wert verlieren. Das ist also kein knappes Gut. Man kann das aber wir haben die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Genau, also hier fallen ja schon auch Rechtsgüter aufeinander. Genau, das ist eben der einzige Bereich, der wirklich in dem Sinne geregelt ist. Es ist der Bereich der persönlichen Daten, genau, die geschützt sind, aber eben nicht als Eigentum geschützt sind, sondern im Sinne des Persönlichkeitsrechts geschützt sind. Aber es gibt eben schon eine alte Strömung im ganzen Bereich Open Data, Open Source, die eben in die Richtung gehen, aber auch jetzt eben zunehmend in anderen Bereichen, wo eben wirklich die Frage diskutiert wird, inwieweit haben Daten eben auch so eine Art Gemeingutcharakter? Also inwieweit sollten Daten der Gesellschaft in der Breite zugänglich sein? Eben ganz im Gegensatz im Moment, wo diese Daten eben vor allem eben bei diesen großen Plattformen anfallen und dann eben auch dort gehortet und ausgewertet wird. Das ist eine Debatte, die wahrscheinlich vor allem dann jetzt im Kontext von künstlicher Intelligenz noch mal viel mehr an Brisanz gewinnen wird, weil künstliche Intelligenz vor allem dadurch gut wird, dass man sie mit ganz arg vielen Daten füttert. Also zumindest sind so im Moment die Modelle, dass je mehr Daten man in eine künstliche Intelligenz, also in irgendeine Form von selbstlernenden Algorithmus hineinfüttert, umso besser wird dieser Algorithmus in der Aufgabe, die man ihm gestellt hat. Das ist aber natürlich ein Problem, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, europäische Unternehmen, die künstliche Intelligenz entwickeln, überhaupt gar keinen Zugang zu irgendwelchen Datenmengen in der Größe haben, weil da die ganz großen Datenmengen liegen eben bei amerikanischen und chinesischen Konzernen im Moment. Also die Datenfrage ist auch mit eine entscheidende. Wobei, da würde ich sehr gerne einen ganz kleinen Exkurs machen. Das wird uns, glaube ich, nochmal beschäftigen. Also wenn wir überlegen, das World Wide Web ist ja tatsächlich eigentlich mal entstanden, genau aus dieser Idee heraus zu teilen. Also das, was wir jetzt immer noch als, wenn man so will, überbordernde Philosophie von der Vernetztheit im Internet empfinden, hoffe ich jedenfalls,
Das war eigentlich mal die Grundidee, dass sich Wissenschaftsgruppen rund um die Welt vernetzen und dass man darüber also tatsächlich auch Daten transportiert und in Austausch bringt. Das ist jetzt schon wieder in grauer Vorväter- und Vormütterzeiten gewesen, empfindet man so heute. Aber die interessante Sache ist ja auch, dass zum Beispiel so Portale wie Wikipedia nicht existieren könnten und auch nicht in dieser Aktualisiertheit, mit der wir ja auch diese Dienste nutzen, wenn nicht unbezahlt, überwiegend jedenfalls, Menschen ihre Kompetenzen natürlich auf eigenes Risiko für alle Nutzer und Nutzerinnen dort einstellen würden. Also das würde mich nochmal interessieren, dieser letzte Aspekt von Gemeinnutz, das fand ich sehr schön, dass Sie den gerade angesprochen haben. Wo spielt der noch eine Rolle und wie kann der sich eigentlich gerade gegenüber dieser sehr vereinnahmenden und dominierenden Kultur, wenn man so will, der Wirtschaftsinteressen behaupten? Ja, also ich meine, finden da Kämpfe statt oder wie wird das ausgetragen oder erliegen wir alle dem Charme der Algorithmen und sagen, ist jetzt wurscht, ich google halt mal schnell und da bin ich ja voll in meiner Marktanalyse drin. Ja, also es gibt die sicherlich noch diese idealistischen Bereiche des digitalen Miteinanders und da bietet die Digitalisierung ja auch sehr, sehr attraktive Möglichkeiten. Das, was wir aber eben beobachten konnten, so vor allem seit der Finanzkrise, ist eben schon, dass die kommerzielle, also Kommerzialisierung und Privatisierung eigentlich dieser Bereiche sehr stark zugenommen hat. Ich meine, das bekanntzeichnendste Beispiel ist natürlich der Bereich mit Airbnb, wo einfach auch zu ursprünglich einmal mit diese Ideen gab, der Sharing Economy, man hat ein Bett frei oder man hat mal, ist mal für ein paar Wochen weg und vermietet sein Zimmer oder vergibt es ursprünglich auch mal für umsonst einfach an Leute weiter. Natürlich über Airbnb erstmal kommerzialisiert wurde die Idee und dann eben aus der Kommerzialisierung hinaus mittlerweile dazu geführt hat, dass es ganze Wohnungen gibt, die eben nur noch über diesen Weg vermietet werden und gar nicht mehr der eigentlichen Idee der Miete unterworfen sind. Und das ist, glaube ich, so ein Bereich, was man eben in vielen Sektoren beobachten kann, wo solche Ideen der Sharing Economy eben doch über die Kommerzialisierung und weil dann die kommerziellen Anbieter doch so mächtig waren auf den Märkten, viele, also die anderen eigentlich eher zu Randphänomenen geworden sind. Ich würde auch sagen, dass Wikipedia tatsächlich da noch eins der bekannten und bewundernswerten Ausnahmen ist, wo das eben immer noch sagen, das marktmächtigste, die marktmächtigste Wissens Datenbestand ist, an den sich auch alle orientieren, der aber eben nicht einer Kommerzialisierung unterworfen ist. Und es geht natürlich auch im Kongress immer wieder um die Frage, welche Alternativen gibt es dazu. Vielleicht noch nur kurz als Stichworte reingeworfen, andere Bereiche, wo ich auch ganz große Herausforderungen sehe, bürgerschaftlich ist gesellschaftliche Polarisierung. Ja. Das ist ein Bereich, wo man dass wir vor allem immer auch mit Blick auf den Arbeitsmarkt sehr genau beobachten. Das ist jetzt gar nicht mal so sehr vielleicht diese Frage, die immer im Raum steht, wie viele Prozent unserer Jobs gehen verloren. Wenn man das irgendwie bisher untersucht, findet, gibt es vielleicht solche Tendenzen, aber es ist noch nicht so das, was jetzt wirklich das große Problem, die Massenarbeitslosigkeit ist im Moment nicht das große Problem, weder hier noch in den USA. Aber was man sieht, ist, dass sich der Arbeitsmarkt eben auch immer mehr spaltet noch mehr stärker, also dass es eben wenige sehr, sehr gut bezahlte Jobs gibt und immer mehr wirklich prekäre Jobs, die ja auch häufig dann auch auf diesen Plattformen stattfinden. Also wenn man ein Uber-Fahrer ist oder so, das sind natürlich extrem prekäre Arbeitsverhältnisse. Aber diese Polarisierung gibt es eben auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Also die Frage, inwieweit Leute teilhaben können an der Gestaltung dieser Digitalisierung oder eben nicht, da ist schon sehr sind mittlerweile einfach sehr große Klüfte, die sich da auftun. Und diesen Bereich, finde ich, ist auch was man sich sicherlich mal noch angucken sollte. Und dann ist eben die Frage wirklich, also ich meine, das, was ich vorhin schon gesagt hatte mit den großen Unternehmen,
der Witz ist ja, so eine Plattform ist ja heute nicht mehr nur eine Plattform, sondern sie ist eigentlich ein ganzer Markt. Also der Markt ist eigentlich mittlerweile eben in privater Hand. Also früher ist eben die Idee der Marktwirtschaft gewesen, eigentlich, dass der Markt irgendwie vom Gemeinwesen die Regeln gesetzt werden für den Markt. Wir haben aber mittlerweile eben viele Märkte, die eigentlich in privater Hand sind und wo eben auch die Regeln privat gesetzt werden. Also wenn Facebook morgen seinen Algorithmus ändert, hat das einfach Auswirkungen auf ganz viele Leute, die auch selber kommerziell auf Facebook unterwegs sind und die deren Geschäfts, der auch damit dranhängen. Aber die Regeln, die auf dem Markt gelten, setzt vor allem eben Facebook. Natürlich müssen die auch dank Datenschutzgrundverordnung mittlerweile ein paar Regeln einhalten, aber es sind eben trotzdem eigentlich privatisierte Märkte. Und das ist dann eben die Frage, finde ich, die auch wieder sehr spannend ist, in so einem bürgerschaftlichen Kontext zu diskutieren. Wie viele Bereiche mehr der Gesellschaft will man eben eigentlich noch vermarkten? Ja, also ökonomisieren, privatisieren. Oder wo muss man dann eben auch mal Bereiche abstecken, wo man sagt, okay, das sind einfach Bereiche, die wollen wir nicht, dass sie dem Markt oder Profitstreben unterworfen werden. Das ist eben auch so eine ganz große Frage. Und der letzte Bereich, den ich immer noch auch finde, denke, dass er sehr wichtig ist in dem Kontext, ist schon auch die Frage der Nachhaltigkeit. Ich meine, Digitalisierung wird gerne als eine der großen Lösungen für die Umweltproblematiken, Nachhaltigkeitsproblematik genannt. Ich glaube auch, dass digitale Techniken ganz große Chancen da bieten oder Potenzial haben. Aber auch da ist natürlich immer wieder die Frage, für was setzt man es ein? Also ich weiß, dass es neulich gab, es gibt ja gerade eine Enquete-Kommission zu künstlicher Intelligenz. Genau. Dort hat neulich ein Siemens-Ingenieur mal vorgetragen, wie das denn ist mit den autonom fahrenden Autos. Und da war es eben ganz interessant, der Siemens-Ingenieur, der ja eigentlich nun auch eher ein Interesse hat an dieser ganzen Technik, die positiv darzustellen, meinte, naja, das Problem ist, so ein selbstfahrendes Auto, das braucht so viele Sensoren, die Energiemenge, die diese Sensoren verbrauchen, sind am Ende dreimal so viel wie das, was es zum Fahren braucht. Also da muss man sich dann natürlich immer schon fragen, was ist eigentlich auch ressourcentechnisch effizient? Ja. Also wo wollen wir das wirklich einsetzen? Weil im Moment ist immer so ein bisschen der Trend, die Tendenz natürlich so, digital ist alles gut und besser und effizienter. Aber ich glaube, auch da braucht man eine wirklich kritische gesellschaftliche Debatte dazu, um zu fragen, welche Bereiche machen denn Sinn? Und wo macht das eben einfach auch keinen Sinn? Weil es eigentlich das Gehirn eines Menschen sehr viel ressourcenschonender arbeitet als eben Großcomputer. Also von dem her finde ich das auch noch einen spannenden Bereich. Ganz zuletzt eben noch, wir versuchen immer diese Orte, wo eben auch eine andere Form der Digitalisierung gelebt werden, zu identifizieren. Ich finde, es gibt immer noch viel zu wenig davon. Ja. Ich würde mir auch viel wünschen, dass sehr viel mehr praktischer in die Richtung entwickelt wird. Ich will aber drei Bereiche kurz nennen, wo ich finde, dass es spannende Entwicklungen gibt. Das einmal finde ich, es gibt ein paar Stadtentwicklungskonzepte, wo das wirklich sehr spannend ist. Städte, die versuchen, eine andere Form der Digitalisierung zu realisieren, umzusetzen. Die Stadt, die immer als erstes genannt wird, ist Barcelona in dem Kontext, weil die das in den letzten 4-6 Jahren unter einer auch linken Regierung ganz versucht haben, ganz exemplarisch umzusetzen. Wir hatten auch den Chief Technological Officer von der Stadt Barcelona, eine sehr beeindruckende Italienerin, die war auch beim Kongress dort, hat das nochmal vorgestellt. Die haben so einen schönen Namen. Francesca Bria. Genau. Genau, die macht es mit viel Leidenschaft auch macht, aber es gibt da eben auch viele andere Städte, die da spannende Ansätze haben, Amsterdam, also viele auch eher in Nord- und Westeuropa. Ich finde das in Deutschland immer noch schwierig, da sind das eher so Einzelbeispiele innerhalb von Städten. Wir versuchen, das ist etwas, was wir nächstes Jahr machen wollen, einfach mal systematischer auch Städte zusammenzubringen, die tatsächlich den Willen haben, da andere Wege zu gehen. Und was könnten diese Städte an Profit haben, also wie würden die sich organisieren? Wenn Sie sagen, also das ist jetzt ein neuer Ansatzpunkt, Smart City ist in Berlin ein Stichwort, aber ich habe das Gefühl, da geht es jetzt weit drüber raus eigentlich. Genau, also Smart City ist ja eher immer so eben auch die Idee, wir tun jetzt überall in unsere städtische Infrastruktur Sensoren einbauen, das machen die Firmen, die machen damit erstmal wahnsinnig viel Geld und dann gucken wir, was wir aus diesen Sensoren rausziehen können an Daten und schauen wir mal, das, was sie in Barcelona gemacht haben, ist sozusagen einen sehr umgekehrten Weg zu gehen, halt eher zu gucken, tatsächlich damit anzufangen, eben städtische Gemeinschaften zu befragen. Was seht ihr denn als Probleme?
Wo können wir denn, also was könnte es, und dann zu überlegen, okay, gibt es digitale Ansätze dazu, können wir das machen? Dann haben sie eine ganze Infrastruktur aufgesetzt, wie eben Menschen, die in Barcelona leben, ihre Daten teilen können, wenn sie das wollen, aber eben darüber sehr genau eine Kontrolle behalten können, was sie eben von ihren Daten hergeben wollen oder was sie eben nicht hergeben wollen. Und so haben sie eben versucht, eben eine Infrastruktur zu finden, eine digitale Infrastruktur, die erstmal von, wirklich von Bedarfen ausgeht aus der Gesellschaft und nicht von irgendwelchen attraktiven Angeboten aus der Privatwirtschaft, und eben zum anderen wirklich auch ganz hoch auf dieser, also ganz hohen Wert eben der Selbstbestimmung, informationellen Selbstbestimmung der Menschen gelegt hat und in dem Hinsicht auch eben wirklich anders ist. Ein zweiter Bereich, der finde ich auch spannend sind digitale Genossenschaften. Gibt es leider noch sehr wenige oder sind nicht so sehr bekannt. Also das ist, aber es gibt ganz spannende, sowohl, also angefangen von, also in ganz unterschiedlichen Feldern, die sich eben versuchen, genossenschaftlich zu organisieren. Das ist, kann ich auch noch mal ein paar Namen raussuchen dazu, also wenn es jemanden interessiert. Es gibt vor allem, also in den USA gibt es dazu eine kleine Bewegung, über eben so digitale Genossenschaften als Idee, weil eigentlich natürlich die Idee einer Plattform wunderbar geeignet ist, um auch ein genossenschaftliches Engagement und eben auch eine genossenschaftliche Form des Wirtschaftens zu organisieren. Also von dem her kann man dafür Plattformen natürlich auch ganz, ganz wunderbar nutzen. Und da gibt es auch aus dem gewerkschaftlichen Bereich eben wirklich Beispiele, wo das eben wieder versucht wird, eben diese andere Plattform für eine andere Art von Wirtschaften und einzusetzen. Also auch in dem Bereich, finde ich, passiert ganz viel. Jetzt wollte ich noch einen dritten Bereich nennen und der fällt mir jetzt nicht ein. Da muss ich jetzt kurz vielleicht machen. Kommen wir dann nachher nochmal drauf. Aber ich finde, Sie haben uns wunderbare Stichworte gegeben und ich danke Ihnen da sehr für diesen ersten Aufriss eigentlich von so vielen Aspekten, die in diesem Digitalisierungsthema drinstecken. Also von, wenn man so will, klassischen und harten Marktorientierungen über den Algorithmus, der uns alle über einen Kamm bürstet und hinterher haben wir plötzlich Bedürfnisse, die wir vorher gar nicht kannten, bis hin dazu, dass wir ja im Prinzip das wieder haben, womit, also ich habe ja schon mal ansatzweise in Erinnerung rufen, mal eine Plattform eben als soziales Gebilde in Erinnerung bringen. Das heißt, was sind eigentlich die Voraussetzungen und was bedeutet das? Wir sind hier jetzt im bürgergesellschaftlichen Bereich. Ja. Gül, du bist als Digitalisierungsbeauftragte oder Digitalbeauftragte, da müssen wir nochmal genau hinhören, bei der Oskar-Freiwillig-Agentur in Lichtenberg tätig. Und natürlich wird es da auch darum gehen, dass Menschen eine Plattform geboten wird. Also, aber eine andere natürlich als das, was wir jetzt von Airbnb oder von den Wirtschaftlichen gehört haben. Oder, das ist jetzt nochmal die Frage. Ja, lass uns ein wenig Einblick bekommen in das, was du tust, was dein Auftrag ist und wie du vorgehst. Also eine, ich, wie gesagt, ich bin bei der Oskar-Freiwilligenagentur jetzt seit einem guten Dreivierteljahr Koordinatorin für digitales Engagement. Das ist die Stellenbezeichnung. Und eine Plattform in dem Sinne für digitale Fragen bieten wir noch nicht, aber immerhin gibt es jetzt mit mir schon mal eine Anlaufstelle für digitale Fragen. Das heißt, wenn sich in, bei den Kooperationspartnern oder Kooperationspartnerinnen, mit denen wir arbeiten, Fragen auftun zu digitalen Themen, können sie an mich herantreten. Und was ich nicht weiß, finde ich heraus, nehme Themen auf, organisiere Workshops bei Bedarf, wenn ich feststelle, dass es da Bedarfe gibt. Und ja, ansonsten arbeite ich bei Oskar aber auch zu einem großen Teil ganz normal in dem Agenturbetrieb mit. Also ich mache auch ganz analoge Beratungen und was sonst eben so zu tun ist, um so eine Agentur am Laufen zu halten. Und was die Digitalisierung angeht, da habe ich natürlich auch den Auftrag, Themen zu finden, die relevant sind für Menschen, für zivilgesellschaftliche Gruppen. Und
bin da in dem Zuge, weil ich selber auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig bin bei Oskar, das hat sich irgendwie so ergeben, ja, du machst doch Digitales und das Webseite ist ja auch digital und dann mach mal. Zum praktischen Nutzen. So irgendwie so. Ja, ich verstehe schon. Dann war ich das plötzlich und habe halt festgestellt, dass bei den Menschen, mit denen wir arbeiten, bei den KooperationspartnerInnen, das Thema Öffentlichkeit ein Top-Thema ist, also Öffentlichkeitsarbeit. Also auch bei Fortbildungen, die ich selber besucht habe, habe ich festgestellt, dass Kurse, Workshops zu dem Thema Öffentlichkeit immer ausgebucht waren, dass da immer eine hohe Nachfrage war. Und deshalb habe ich mir das jetzt für den Start bei Oskar, habe ich es erstmal zu meinem Schwerpunktthema gemacht. Also Öffentlichkeitsarbeit, wir versuchen Fortbildungen anzubieten, die damit zu tun haben. Was heißt, wir bieten Fortbildungen an, die mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun haben. Beispielsweise, ich weiß nicht, wer von Ihnen die Grafikdesign-Software Canva nutzt. Das ist ein ziemlich praktisches Grafik-Online-Design-Tool für Menschen, die nicht Photoshop können, die nicht irgendwie da besonders bewandert sind und denen bestimmte Vorkenntnisse vielleicht auch fehlen, die aber trotzdem für ihre Organisation ein schönes Plakat, einen schönen Facebook-Auftritt generieren wollen, wo das eben nicht so wie hingeschustert aussieht und so. Also in solche Anwendungen gibt es da einige und ich versuche die herauszupicken und vorzustellen und proaktiv auf Menschen zuzugehen und das zu vermitteln. Mhm. Wie ist da der Rücklauf? Also ich könnte mir vorstellen, dass solche Praxistipps, nenne ich das jetzt mal, und auch kleine Instrumente, die du den Menschen in die Hand gibst, ist ja unheimlich nützlich. Also da muss ich jetzt nicht lange selber mir die schlimmen Fragen stellen, wie mache ich es denn ja und wie sieht es am Ende aus? Und ich habe da so ein bisschen eine Leitplanke oder eine Hilfestellung. Also ist das gut besucht? Großer Andrang? Machen die Leute selber weiter? Musst du weiter beraten? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, die Workshops zu diesen Themen, die sind tatsächlich ziemlich gut besucht. Also wir haben auch welche wiederholt, weil wir gar nicht alle aufnehmen konnten in den ersten Durchlauf. Und ich bekomme auch immer wieder Feedback von Menschen, die sagen, ja Mensch, also guck mal hier, ich habe mir erst letzte Woche kam eine vom Naturhof Malchow, die PR-Frau in unsere Agentur und meinte, guck mal, das ist die Visitenkarte, die habe ich mir gerade selber gemacht mit Canva. Schön. Ich nutze das jetzt, ich nutze das auch. Sie trägt es wiederum, sie ist jetzt Multiplikatorin, sie trägt es weiter und vermittelt das auch anderen. Und ja, das funktioniert ziemlich gut. Mhm. Und dann sind wir bei Oskar, was die Digitalisierung angeht, natürlich auch Ansprechort für das Thema Datensicherheit, das wir gerade auch schon thematisiert oder dass Sie thematisiert haben. Und da bin ich ganz froh, dass ich genauso wie die LAGFA... Die Landesfreiwilligenagentur, Entschuldigung. Kein Problem. Dass wir DINA-Standort geworden sind. Also Deutschland sicher im Netz ist jetzt so eine Initiative, die ein Projekt und wir wurden ausgewählt unter anderem als DINA-Standort und damit steht uns die Ressource von den digitalen Nachbarschaften auch zur Verfügung, also die unterstützen uns mit Referenten und Referentinnen, mit Material und mit digitalen, mit E-Learning, Webinare ja. und Konferenzräume, also man kann sich digitalen Konferenzräumen zu bestimmten Themen wo man sich online treffen kann und austauschen kann. Und weil ich aber denke, dass sogar, also das ja eigentlich niedrigschwellig ist, aber für manche Menschen, die vielleicht keine Digital Natives sind, sondern ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte, ich fand es ganz schön, digitale Novizen, ja. für die das vielleicht auch eine Hürde ist, so einen digitalen Konferenzraum zu betreten, dass wir auch sowas öffnen wollen und das öffentlich machen sozusagen, dass Menschen zu uns kommen können, ganz analog, um dann in einer Gruppe an dieser digitalen Konferenz teilzunehmen. Da sind wir für meine Begriffe wieder an diesem Punkt, wo es eigentlich um dieses, ich sag mal, gesellschaftliche Element geht. Demokratisieren wäre für mich jetzt so eine Frage, die im Raum steht. Also was habt ihr euch für Ziele gestellt bei Oskar? Also warum, man kann ja sagen, ja, die müssen selber gucken, wie sie klarkommen und wir arbeiten dann als Plattform irgendwie zusammen. Oder gibt es operative, gibt es ideelle Ziele, die ihr euch gesetzt habt, indem jetzt
du in deiner Person mit deiner Aufgabe tätig bist, aber auch mit diesen verschiedenen Angeboten, die ihr habt? Also der Arbeitsauftrag von uns, von Oskar an sich, ist erstmal ziemlich basal, dafür zu sorgen, dass Ehrenamt gut funktionieren kann und dazu und möglich ist. Und dazu gehört halt heutzutage einfach die Digitalisierung dazu. Damit Ehrenamt gut funktionieren kann und Engagement, muss man auch digital unterwegs sein, genau wie die Menschen, die sich engagieren und engagieren wollen. Und unser jetzt nicht in Zahlen festgepinntes Ziel, aber schon ideelles Ziel ist natürlich, dass wir möglichst viele Menschen erreichen, dazu befähigen, das, was für sie nützlich ist, auch zu nutzen an digitalen Mitteln. Natürlich ist nicht für jeden alles gleich nützlich. Also ein Seniorengesangsverein braucht keinen Facebook-Auftritt vermutlich, während eine Jugendorganisation wie, was weiß ich, Fridays for Future ohne Twitter nicht mehr auskommt. Also man muss sehen, welches Medium ist denn das Richtige. Und grundsätzlich möchten wir möglichst viele Menschen erreichen, aber da ist keine. Und die eben dazu befähigen auch, also die digitale Kompetenz vermitteln, die sie brauchen, um das gut für sich nutzen zu können. Aber da finden sich meines Erachtens genau die zwei Stränge. Also auf der einen Seite brauchen wir, ich nehme jetzt mal diesen Gesangsverein, vielleicht brauchen die genau diese Facebook-Gruppe, damit sie sagen, hallo, willst du nicht mitmachen, und müssen da auch dann sich innerhalb von Facebook gut bewegen können. Also wer da ein Anfänger ist, kann auch ganz schön Schiffbruch erleiden, hat auf einmal völlig falsche Leute an der Hacke oder fragt sich also, wie kriege ich meine Angebote so ins Netz, dass dann auch die passenden Leute kommen. Und oft, also das ist ja, wenn man so will, Ausdruck auch von einem kommerziellen Anbieter, den mittlerweile Milliarden, glaube ich, von Menschen, ich muss jetzt gerade mal scharf überlegen, aber mindestens dreistellige Millionenzahlen benutzen, und das in der Regel, darf ich das so ungeniert sagen, nicht so vor der marktwirtschaftlichen Konsequenz reflektiert tun. So, die tun es einfach. Sie nutzen es, es ist eben praktisch, man macht das. Aber auf der anderen Seite denke ich, ist der bürgergesellschaftliche Bereich ja gerade sowas, wo Menschen zur Selbstorganisation neigen. Und das ist nochmal eine Frage, die ich gerne auch an beide und dann auch mal in die Gruppe geben möchte. Was glauben Sie, was glaubst du, was glauben Sie, was ist da so ein Momentum? Was wünschen sich Menschen heute eigentlich, wenn es um Digitalisierung geht? Dieses Demokratisierungsthema heißt ja, ich möchte meine Daten aber schon noch ein bisschen kontrollieren, oder ich möchte wissen, was ich tue, wenn ich unterwegs bin im digitalen Raum. Auf der anderen Seite bin ich einfach bestimmten Marktmechanismen ausgeliefert. Also was ist da so der Diskurs zurzeit? Wo befinden wir uns mit unserem Thema Bürgerengagement? Sind wir mittendrin oder gibt es auch schon Entwicklungen? Sie haben Städte angesprochen, in denen man sagt, Moment mal bitte, Genossenschaftsidee, Selbstorganisation, Plattform anbieten. Also ich sag mal, auch sowas wie Crowdfunding hat mal mit den Instrumentarien des Markts angefangen, hat dann aber die Kurve gekriegt, sehr stark gemeinwohlorientiert, wenn es denn am Ende so ist, zu sein. Also ich denke, da sind wir in so einer interessanten Mischung. Wohin kann das gehen? Was sind so die Ansprüche auch der Menschen, wenn sie kommen? Wollen sie, dass ihr Recht an den Daten überhaupt noch gewährleistet ist, oder lassen sie es mit sich geschehen? Das würde ich auch noch mal gerne mit allen versuchen zu diskutieren. Also auch von meiner Seite vielleicht nochmal die Rückfrage, weil ich das ganz interessant finde, eben auch Digitalisierung als, also digitale Tools, Instrumente, klar, als wichtige auch Instrumente natürlich für jedes bürgerschaftliche Engagement heutzutage, ohne Frage. Aber inwieweit eben diese Frage, sagen, wie viel Raum lassen wir dem Markt und Marktlogiken, wie viel Raum wollen wir eigentlich noch als gesellschaftlichen Raum oder auch wieder uns erkämpfen, oder können wir die Digitalisierung auch dafür einsetzen, uns da wieder größere Räume zu erkämpfen, ob das Themen sind, die eben in so bürgerschaftlichen Kontexten jetzt auch diskutiert werden, ob es da auch
Projekte gibt, die sich wirklich sagen, an diesem Konfliktfeld irgendwie abarbeiten. Mhm. Weil wir machen das natürlich vor allem eher im politischen Kontext, viel mit eben Politik und Gewerkschaften, dass wir das sozusagen einfordern. Und mit der Wissenschaft, aber mich würde es eben wirklich auch interessieren, ob es dann über so Projekte wie nebenan.de oder sowas, also auch diese ganz, wo es darum geht, auch kleine, auf sehr lokaler Ebene was zu organisieren, ob das so in, hier in den Erfahrungswelten dann eben vorkommt oder ob das doch noch relativ fern ist, solche Themen. Also wir nutzen auf jeden Fall nebenan.de auch, also ich denke sowieso, dass wir als Freiwilligenagentur, wenn wir das Thema Digitalisierung verbreiten wollen, auch so ein bisschen beispielhaft sein müssen. Also wir sollten die Dinge, die wir vermitteln wollen, auch selber nutzen und anwenden und so. Und nebenan.de funktioniert für uns ganz gut. Und was ich gehört habe aus den Kreisen, mit denen ich mich unterhalte, die das auch nutzen, da funktioniert es auch ganz gut. Es ist eben sehr lokal. Was ich persönlich noch spannend finde und was ich vermehrt auch mal vorschlagen werde oder mal vorstellen, mal gucken, ob es da Resonanzen gibt, sind diese ganzen Plattformen, die es erlauben, Kampagnen zu starten. Mhm. Also so Change.org oder diese Fundraising-Sachen sind dann noch ein bisschen einleuchtender, weil Geld, das Geld generiert werden muss, ist oft notwendig und so. Aber ich finde, da gibt es auch total große Möglichkeiten, sich als Gruppe, die sich vielleicht aus dem Nichts bildet, weil es ein Thema gibt, das man wichtig findet und das man umsetzen will und ansprechend und sichtbar machen will, solche Plattformen zu nutzen und mit relativ wenig Mitteln da ganz gute Erfolge erzielen kann. Was ist Ihre Hoffnung, wohin es gehen kann? Wir sprechen jetzt mal nicht von den ganzen Untiefen, wohin auch was abrutschen könnte, aber wo sind denn da Optionen? Was können wir heute vielleicht noch so ein bisschen wie den Stier bei den Hörnern packen und sagen, Mensch, halt sind wir frisch, halt sind wir dabei, wir sind vernetzt, wir sind eine tolle Community. Was können wir bewegen eigentlich, um zu demokratisieren und teilhaben zu lassen? Ich glaube, was digitale Medien als Potenzial haben, Menschen zu mobilisieren, auch, ich meine, das, denke ich, hat man in vielerlei Beispielen immer wieder gesehen, dass es natürlich Methoden sind, mit denen man Leuten auch sehr, sehr schnell und zu einem Thema und in eine große Breite mobilisieren kann. Was sagen, meine Hoffnung wäre, ist, dass es tatsächlich eben einen politischen Ruf danach gibt oder eine Mobilisierung eben auch um politische Themen herum gibt, dass eben das, was da gerade entsteht als neue Gesellschaftsform, dass das eben jetzt sagen nicht nur Marktlogiken unterwerfen werden darf, sondern dass es wirklich eben Räume gibt für die Gesellschaft und dass dieser Anspruch, die Gesellschaft, dass man eben wirklich sagt, okay, was sind eigentlich unsere Bedarfe? Also so eine, eben etwas weg von dieser Technikgläubigkeit, die es eben auch in weiten Teilen gibt, dass das alles, je mehr Technik, umso besser wird, dass sich jedes gesellschaftliche Problem mit Technik lösen lässt. Daran glaube ich eben nicht. Und von dem her die Hoffnung, dass aus so einer Stimmung heraus eben schon auch erstmal eine klare Forderung sich formulieren lässt an Politik. Ich glaube, das ist tatsächlich immer noch nicht so richtig angekommen in der Politik, merken wir auch immer. Da ist, glaube ich, auch sehr viel Unsicherheit. Ich meine, das ist natürlich sowieso ein Thema, wo sehr viel Unsicherheit herrscht, weil man, wer versteht schon die Technik? Ich verstehe sie auch nicht. Also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie die technischen Hintergründe dahinter, Blockchain oder Algorithmen oder sonst irgendwas verstehen würde. Man muss sich eben trotzdem aber den Mut zu haben, und ich glaube auch, das wäre so eine von meinen Hoffnungen, dass die Menschen eben nicht mehr sagen, naja, ich verstehe es ja nicht technisch, weil ich kann nicht programmieren, deswegen habe ich quasi keine Meinung dazu. Also meine Hoffnung wäre schon, dass die Gesellschaft sich den Mut kriegt zu sagen, nee, ganz unabhängig davon, ich meine, es gibt auch in der vordigitalen Zeit ganz viele, habe ich auch nicht, verstehe auch nicht, wie ein Auto fährt. Also trotzdem habe ich dazu eine Meinung, wie der Verkehr laufen sollte. dass man sich das auch zutraut, dass man als Individuum, genauso als Gesellschaft, eine Meinung dazu haben kann, wie eine digitale Gesellschaft für einen aussehen sollte und diese Forderung klar auch zu Wort bringen sollte, weil das dann mit der Technik auch viel gemacht werden kann. Also das, glaube ich, sieht man immer wieder. Also das
da wäre doch so meine Hoffnung. Aber ich bin zumindest ganz zufrieden, wenn ich mir die Entwicklung der Debatten in Deutschland in den letzten Jahren angucke, weil ich glaube, es ist schon, also vielleicht, also um ganz auf den Anfang zurückzukommen, vielleicht tut die FDP wieder Digitalisierung first, Bedenken second, plakatieren, das weiß ich nicht, aber ich glaube, so ein bisschen ist nicht mehr ganz so, dass man denkt, wow, cool, irgendwie, wenn einer sowas sagt. Also so ein bisschen, also ein bisschen drüber nachdenken, wenn die Digitalisierung schadet schon nicht. Also wenigstens an dem Punkt, glaube ich, sind wir. Schön. Ja. Darf das nochmal zu dir reichen, Frage? Ja, also ich würde mir abschließend auch wünschen, dass die Digitalisierung dazu genutzt wird, Menschen eine Stimme zu geben, die vielleicht die sonst nicht hätten, Sichtbarkeiten zu schaffen, Repräsentanz zu schaffen, Arbeitserleichterung zu schaffen und natürlich auch, dass das politisch anerkannt wird und dass Gelder dafür zur Verfügung gestellt wird und das nicht immer werden und dass nicht immer so ein Kampf stattfinden muss, eigentlich müssten wir, aber wir haben die Mittel nicht dazu. Und genauso wie Sie sehe ich auch, die Digitalisierung ist für mich letztendlich dafür da, einen analogen Raum zu organisieren. Also es geht bei allen Kampagnen, bei allem, was wir machen, fast immer darum, dass wir ein Bedürfnis haben, dass Menschen zugutekommt, dass unserer Gesellschaft, der Natur, was auch immer zugutekommt. Also es gibt einen analogen Grund. Und diesen analogen Grund zu fördern, umzusetzen, dem zugute zuzuarbeiten, welcher Kontext das auch immer ist, da sehe ich halt so eine große Chance und hoffe auch, dass sich Menschen trauen, diesen Weg auch auf digitalem Weg zu gehen, um in diese Dinge umzusetzen. Und in meiner Vorstellung jetzt als Freiwilligenagentur, ich würde mich auch freuen, wenn in einer bürgerlichen Gesellschaft es vielleicht auch Peers gibt oder dass sich Peers entwickeln, Menschen, die andere an die Hand nehmen und so ein bisschen an Dinge heranführen und denen zeigen, dass die gar nicht so schrecklich sind, sondern eigentlich ganz cool. Ja, dann darf ich doch sagen, auf zu mehr Selbstvertrauen und Mut zur selber machen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken an Stefanie Moser, ganz herzlichen Dank, und an Gül Jahres, ganz herzlichen Dank. Und für die, wenn ich denke, dass wir heute ein so erlesener Kreis sind, sehr lebendige Mitwirkung, vielen, vielen herzlichen Dank.